Meine sehr verehrten Damen und Herren, was Ihnen jetzt hier zeigen, das ist besonders interessant, aber deswegen. Der schneidet soeben Elemente des Steinkastens zurecht. Dieser Steinkasten wird verwendet in weiterer Folge auf dem Auflager. Er wird diese Holzkonstruktion mit Steinen gefüllt. Da wo die Essen sind. Erneuerbare Energien einsetzt, überhaupt das Zukunftslösung. Ja, ich glaube in der Tat, dass das einer der Schlüssel die Abhängigkeit der Ölquarte, die ja hauptsächlich aus gewissen Gründen ist. Wir werden jetzt gleich eine Vorführung erleben. Bis dorthin schauen wir uns aber ein Video an, nämlich über das Milizbataillon Burgland. Ja, wir sind wieder hier. Ein Sturm darf man jetzt hier nicht bringen. Aha. Wir sind in circa 3 Minuten. Wir sind hier in der Vorführung der dritten und vierten Panzerkanonenbrigade. Sichert sie sich jetzt ihre Plätze außerhalb des abgesperrten Bereiches. Sie können auch den Stiegenaufgang zur Nationalbibliothek als Aussichtsplattform nutzen.
Transportfähigkeit herzustellen und im gepanzerten Fahrzeug so rasch wie möglich zur nächsten Sanitätseinrichtung zu verbringen. Bei der 3. und 4. Panzergrenadierbrigade arbeiten Männer und Frauen Hand in Hand. Hier sehen Sie den Sanitätsdruck bestehend aus einem weiblichen und einem männlichen Unteroffizier. Das Besondere daran ist, dass der weibliche Teil, Frau Wachtmeister Fetz, erst vor kurzem aus ihrem Auslandseinsatz aus dem Tschad zurückgekehrt ist und hier nun die Vorführung mitführt. Der Verwundete ist nun versorgt, wird nun in den Schützenpanzer gebracht, festgemacht. Thank you.